So, da sind wir wieder. Erstmal gesundes neues Jahr. Ich meine, es ist jetzt schon wieder ein paar Tage alt. Um genau zu sein, 5. Wir sind heute auf einer anderen Strecke, Moorsport. Na, also ich werde das Setup nicht auf einer Strecke machen. Das bringt euch ja nichts, wenn ihr dann ein komplettes Setup habt und das nicht selber erstellt habt. Geht jetzt hauptsächlich wirklich darum, dass ihr, sag ich mal, das lernt, wie ihr selber ein Setup erstellt. Heute geht es hauptsächlich um Flügel und ein bisschen, also was heißt ein bisschen, hauptsächlich um das Fahrwerk, was diese Seite hier betrifft, hauptsächlich um die Fahrwerkshöhe und Federrate. Okay, das werden wir bloß mal am Rand mit anschneiden, weil die Federrate auch abhängig von der Fahrwerkshöhe ist, beziehungsweise umgedreht. Die Fahrwerkshöhe ist abhängig von der Federrate. Wenn ihr jetzt mal hier guckt, hier habt ihr die Höhe vorn. Wenn ihr die Werte jetzt erhöht, ändert sich auch die Fahrwerkshöhe. Ja, womit fangen wir an? Wir brauchen auf alle Fälle die Dev-Apps von Assetto Corsa. Ich meine, ich nutze es selten, weil ich das Auto mittlerweile nach Gefühl einstelle. Aber es ist halt für manche wirklich ein ziemlich cooler Anhaltspunkt, wenn man diese Apps verwendet und sieht, was das Fahrzeug macht. Dazu habe ich in einer Videobeschreibung eine kleine Anleitung mit reingeschrieben. Ne? Dev-Apps. Am besten ihr pausiert jetzt, aktiviert das dann, beziehungsweise müsst ihr ja mich dann machen, aber ihr seht es ja dann gleich bei mir. Und aktiviert die Dev-Apps. Und zwar handelt es sich jetzt hauptsächlich erstmal. Deswegen ist das dieses komische Fenster unten links auch, was ihr da seht, dass das ein bisschen außerhalb der Reihe tanzt. Ich habe da ein bisschen was vorbereitet, dass man das ein bisschen besser erkennt. Wo habe ich sie denn jetzt? Hier. Ja, und zwar haben wir jetzt hier praktisch die Wings-App, Spoiler-App. Englisch ist es Wings, Deutsch Spoiler. Und kommen wir mal zu diesen Erklärungen, was die Werte jetzt überhaupt bedeuten. Ich erkläre die erstmal theoretisch und dann versuche ich das praktisch nochmal ein bisschen näher zu bringen, worauf ihr achten müsst. Also hier vorne haben wir erstmal die Namen, was welche Zeile bedeutet. Body ist praktisch das gesamte Fahrzeug, Front ist der Frontspoiler, Rear ist der Heckspoiler und Diffuser ist praktisch. Moment. Ist praktisch das Teil hier unten. Na, das ist der Diffuser. Für alle, die das nicht wissen. Ja, es gibt manche, die wissen es nicht. Ja. Ja. Und jetzt haben wir in jeder Zeile die verschiedenen Werte: AOA, GH, CL, CD, Winkel und Yaw. Fangen wir an mit AOA. Das ist im Grunde genommen der Anstellwinkel vom Flügel in Grad. Das heißt, nehmen wir jetzt mal den Heckflügel. Wenn wir jetzt ins Setup gehen, hier haben wir jetzt 7, wir ändern den auf 3, dann haben wir auch im AOA den Winkel auf 3. Der Wert ist aber variabel, das zeige ich euch dann. Ja, wir machen erstmal weiter mit den anderen Werten. GH ist die Höhe zum Asphalt, sage ich jetzt mal. Na? Der Wert wird in Millimetern angegeben. Das heißt, nehmen wir jetzt mal den Diffuser hinten. Der hat jetzt 71 mm zum Asphalt. Ja? Könnte mal ändern. Jetzt, wenn man jetzt zum Beispiel die Fahrwerkshöhe. Ich weiß gar nicht, ob ich das. Ja, das müsste man jetzt gerade machen. Wir machen das jetzt mal so. Wir legen den jetzt mal hinten ultra hoch. Da müsste sich der Wert erhöhen. Ja, seht ihr? Jetzt haben wir hier einen Wert von 92. Und je nachdem, wie man die Fahrwerkshöhe einstellt, ändert sich natürlich auch die Höhe vom Diffusor zum Asphalt. Dann haben wir den CL-Wert. Der ist jetzt bei allem 0. Das ist im Grunde genommen der Abtriebswert. Das ist der Wert, den zum Beispiel der Heckflügel produziert, wenn ihr fahrt. Praktisch der Abtrieb. Na, wie viel Abtrieb der Heckflügel produziert während der Fahrt, in der Kurvenfahrt etc.
CD-Wert ist im Grunde genommen das genaue Gegenteil. Das ist der Luftwiderstandswert. Das heißt, je höher die Zahl von CD beim Heckflügel beispielsweise ist, je höher die Zahl ist, desto mehr Luftwiderstand erzeugt ihr mit dem Heckflügel. Das heißt, weniger Topspeed. Um das jetzt mal ganz einfach zu übersetzen. Ja, ich würde sagen, wir behandeln erstmal das. Dann haben wir nämlich hier unten noch die untere Zeile. Moment. Das machen wir dann danach. Da gibt es auch noch zwei, drei Sachen, auf die man achten kann. Ich meine, das ist jetzt wirklich dann schon Setup im Verfeinern. Ne? Im Grunde ist es erstmal optimal, wenn ihr euch die Flügel so einstellt, dass ihr mit dem Auto gut um den Kurs kommt und dann die Feinabstimmung wirklich über die App macht. Ihr müsst das nicht machen. Wie gesagt, ich mache das nach Gefühl. Weil man mittlerweile schon ein bisschen da drin ist, dass man die App im Grunde genommen nicht mehr braucht. Da kann man dann wirklich einen letzten Feinschliff rausziehen. Zum Beispiel, dass man dann sieht, wo das Fahrzeug aufsetzt. Zum Beispiel bei GH, bei der Front, beim Splitter praktisch. Zeige ich euch jetzt, das machen wir jetzt am besten gleich. Ich zeige euch das mal, wie ich das meine. Schnell nochmal das Setup laden. Jetzt legen wir den Bock mal in den Dreck. Bis nicht mehr geht. So. Und zwar haben wir jetzt praktisch eine Höhe von 53 mm. Und man kennt an dem Wert, ob das Auto aufsetzt oder nicht. Das kann man hier an einer Stelle relativ gut produzieren. Natürlich ist die ganze Aero-Balance von dem Auto jetzt total im Arsch, weil wir den vorne tiefer gelegt haben und hinten höher. Also der. So, und jetzt kommt gleich die Stelle, wo man das am besten sieht, dass man dort dann mit einem Frontsplitter aufsetzt. Wenn der Wert sich drastisch nach unten verändert, dann bedeutet das, dass er aufsetzt. Zum Beispiel jetzt hier beim Anbremsen kommt das Ding auf, müsst ihr genau hingucken, am besten mal in Zeitlupe ablaufen lassen. Da seht ihr, dass dieser Wert praktisch in den 10er-Bereich fällt. Und das darf nicht sein. Wenn das passiert, dann heißt das, dass euer Frontsplitter aufsetzt. Kann ich euch jetzt. Ich fahre jetzt nochmal zurück in die Box, beziehungsweise nochmal zurück in die Box. Jetzt legt man den Bock vorne wieder höher. So, und jetzt bremsen wir hier wieder an. Und dann bleibt der Wert in Anführungszeichen relativ konstant und fällt nicht in den 10er-Bereich. Demzufolge setzen wir jetzt mit der Front nicht mehr auf. So könnt ihr die Fahrwerkshöhe für die jeweilige Strecke anpassen. Ihr müsst euch dann die Stelle suchen, wo die am tiefsten ist, wo praktisch das Auto am meisten auf dem Asphalt gedrückt wird. Es kann auch eine Bodenwelle sein, das kann auch ein Curb sein, egal was. Na? Wenn ihr in der Kurve einen Curb habt, den ihr überfahren müsst, und ihr setzt mit dem Frontsplitter auf, dann habt ihr demzufolge auch einen Strömungsabriss. Das Auto versetzt halt. So, dann hatten wir ja noch über die Flügel an sich geredet. Wir laden das nochmal. Ja, wie gesagt, ihr habt jetzt dann den AOA-Wert. Ja, wenn ihr losfahrt. Beziehungsweise wenn ihr fahrt. Seht ihr, wir haben zwar einen 7er Flügel eingebaut. Ja gut, jetzt haut es gerade hin. Ah, jetzt zum Beispiel beim Bremsen seht ihr, dass der Flügel Richtung 8 geht. Genauso beim Beschleunigen fällt er unter 7. Ja? Wenn ihr jetzt das Fahrzeug hinten höher legt. Nur jetzt als Beispiel.
und vorne wieder ein Stück tiefer. Das ist jetzt ganz krass. Also das ist... Macht kein Mensch so. Seht ihr, dass wir jetzt während der Fahrt schon einen höheren Flügel haben? Na, der Flügel geht jetzt beim Beschleunigen schon in Richtung 8. Na, und beim Bremsen kommen wir mit Sicherheit über 8. Ja, genau. So, somit könnt ihr mit der Fahrwerkshöhe nochmal eine Feinabstimmung der Flügel machen. Es ist viel mit EMA, deswegen habe ich euch dann in der Videobeschreibung nochmal die einzelnen Werte stichpunktartig erklärt. Das könnt ihr euch dann nochmal geben, dass ihr euch dann in Ruhe damit beschäftigen könnt, wenn ihr das wollt. Wie gesagt, Flügel stelle ich mittlerweile wirklich nach Gefühl ein. Fahrwerkshöhe hat man dann mittlerweile so einen Mittelwert, was man für jedes Auto nimmt, beziehungsweise die Differenz. Ja. Kommen wir aber gleich noch dazu. Was wollte ich jetzt noch? GA haben wir soweit geklärt. AOA haben wir soweit geklärt. CL, Abtrieb zu Luftwiderstand, wäre vielleicht noch interessant. Und zwar, Beispiel, wir haben jetzt hier einen Flügel voll hochgeklopft. Ich beziehe mich jetzt bloß auf den Heckflügel, das zählt dann auch für einen Frontflügel, das spielt keine Rolle. Aber wie gesagt, jetzt seht ihr hier den CL-Wert, der beträgt jetzt 0,94, zum Luftwiderstandswert 0,35 oder 4, je nachdem. Wenn wir jetzt den Heckflügel nach unten nehmen, meinetwegen ein Klick, seht ihr, dass sich an den Werten nicht viel ändert. Ja? Der Abtrieb ist im Grunde genommen fast gleich zu dem, was vorher war. Das heißt, ein 10er Flügel würde hier schon gar keinen Sinn machen bei dem Auto. Ja, weil 10er Flügel haben wir denselben Abtrieb wie mit einem 9er Flügel, aber mit einem 10er Flügel haben wir einen höheren Luftwiderstand. Na, also wir haben dadurch keinen Vorteil, was das angeht. Das geht beim Audi, glaube ich, bis Flügel 7 oder 8. Naja, 8 ist auch noch. Ja, ab 7 wird es interessant. Wir haben ein bisschen Abtrieb verloren, ist klar, aber der Luftwiderstand hat sich drastisch reduziert. Das heißt, alles beim R8 über Flügel 8, also über Flügel 7, ist sinnlos. Ja, kann man weglassen. Also 8, 9, 10 beim Flügel beim R8 könnt ihr einfach aus eurem Gedächtnis streichen. Es geht nur noch von 0 bis 7 beim R8. Das ist, kann bei anderen Autos anders sein. Das müsste man sich dann, wie gesagt, in den Werten dort anschauen. Das gleiche ist auch für einen Frontflügel, aber der hat halt jetzt bloß eine Verstellmöglichkeit. Demzufolge, je nach Strecke, muss man dann sehen, ob man mehr Abtrieb braucht oder mehr Drag. Also praktisch mehr Topspeed. So, da hätten wir das dann... Das Verhältnis auch geklärt. Wie gesagt, das ist für alle Flügel gleich. Diffusor und ja, Diffusor könnt ihr hauptsächlich über die Fahrwerkshöhe einstellen. Wie, je nachdem, wie ihr das Auto anstellt, wie tief das Auto ist. Das ist die einzige Möglichkeit, den Diffusor zu beeinflussen. Das beeinflusst natürlich auch Heckflügel und Frontflügel, ist klar. Ne? Der Body selber hier oben, den Wert, die Zeile, die könnt ihr eigentlich komplett vergessen, weil in der Regel erzeugt die Karosserie keinen Abtrieb. Ja, ist auch so. Ne? Die erzeugt nur Luftwiderstand. Ja, dann kann man auch nichts dran ändern. Das ist einfach so. So, dann haben wir die Werte hier. Ich hoffe, man kann es halbwegs sehen. Und zwar haben wir jetzt TUT CL ist praktisch die Gesamtabtriebsmenge aller Flügel. Daran könnt ihr eigentlich jetzt einen schnellen Blick sehen, also könnt ihr schnell sehen,
ob eure Flügeleinstellung oder Fahrwerkseinstellung einen Effekt auf euren Gesamtabtrieb gebracht haben. Also praktisch, wenn ihr jetzt... Wenn ihr... den Flügel meinetwegen auf 10 gemacht habt, habt ihr jetzt eine Gesamtabtriebsmenge von 2,6. Wenn man jetzt auf 7 machen, oder auf 5 meinetwegen, habt dann Gesamtabtrieb von 2,5. Das gleiche verhält sich dann auch mit der Fahrwerkshöheneinstellung. Ja. Ihr könnt ja damit, wie gesagt, auch den Gesamtabtrieb ändern. Wir legen das Ding jetzt mal höher. Vorne tiefer. Fährt sich natürlich jetzt total stuhl. Gut, es war jetzt ein schlechtes Beispiel. Hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Außer, dass der Wert sich um 0,3 erhöht hat. Ja. Der Wert ist jetzt wirklich bloß dafür da, ob eure Flügel... Könnt ihr kontrollieren, ob eure Flügeleinstellungen im Gesamten, eure Fahrwerkseinstellungen im Gesamten irgendeinen Sinn ergeben haben oder nicht. Dann haben wir die Aerobalance. Die ist relativ wichtig. Die sollte bei allen Autos zwischen 40% und 50% liegen. Ja, am besten ist es nichts über 50 und nichts unter 40, aber ich glaube unter 40 geht gar nicht. Ich habe es noch nicht weiter probiert, ich habe da so meinen Mittelwert bei 48% beim R8. Und das ist auch, dieser Wert ist auch sehr fahrerabhängig, wie ihr dann mit dem Auto zurechtkommt. Na, das ist, wenn ihr dann unterschiedliche Strecken fahrt, braucht ihr unterschiedliche Fahrwerkshöhen. Und unterschiedliche Flügel, ist klar. Und die Aerobalance kommt ja dann aus Fahrwerkshöhe, beziehungsweise Differenz von vorne nach hinten und den Flügeleinstellung. So, wenn ihr da für euch ungefähr den Wert gefunden habt, wo ihr am besten mit dem Auto zurechtkommt, dann könnt ihr das eigentlich auf jeder Strecke anwenden. Wir haben jetzt praktisch hier hier einen relativ hohen Flügel. Gut, 47-48% ist es jetzt bei mir, was die Aerobalance angeht. Ja, wie gesagt, das war jetzt mal ein Setup, was ich mal vor ein paar Wochen gemacht hatte auf Moosport Upsala. Und da habe ich halt das perfekte Verhältnis für mich von Frontgrip zu Heckgrip gefunden. Ja, das ist im Grunde genommen die Aerobalance. Wenn man das jetzt höher stellt, hat man natürlich eine andere Aerobalance. Na, hier sind wir jetzt von 47 auf 44% runter. Na, wir haben jetzt praktisch mehr Grip auf der Hinterachse. Dafür dann aber halt auch mehr untersteuern. Ja. Das ist alles ein bisschen kompliziert. Ihr müsst euch da wirklich Zeit lassen dabei. Ich habe auch lange gebraucht, bis ich das begriffen habe. Aber mittlerweile ist es, wie gesagt, wirklich so, dass ich das Auto nach Gefühl einstelle. Dann haben wir noch Effizienz. Das ist im Grunde genommen das schon berechnete Verhältnis zwischen Luftwiderstand und Abtrieb. Je höher die Zahl ist, desto besser ist es. Das heißt, Verhältnis ist der falsche Ausdruck. Ja, ja, obwohl eigentlich schon Verhältnis ist schon ein Verhältnis. Also ihr habt praktisch viel Abtrieb generiert und wenig Luftwiderstand erzeugt. Ja, das ist im Grunde genommen, die Zahl sagt das aus. Ja, je höher die ist, desto besser ist es. Dann haben wir unten noch Todd. Downforce und Drag.
Die Werte sind im Grunde genommen, braucht ihr die nicht verwenden. Die sind sinnlos für euch als Anführungszeichen Setup-Ersteller. Das zeigt euch halt die maximale Downforce in Kilogramm an. Wenn ihr jetzt fahrt, werden halt 600 Kilogramm Downforce auf das gesamte Auto erzeugt. Und ja, das Luftwiderstand beim Drag, so und so viel Kilogramm Luftwiderstand setzt das Auto dem, beziehungsweise ja, setzt das Auto der Luft gegenüber. Also das sind Werte, die könnt ihr eigentlich ja, vergessen. Die braucht ihr nicht. Das ist natürlich jetzt alles, wie gesagt, ziemlich viel. Ich habe euch das, wie gesagt, nochmal in die Videobeschreibung reingeschrieben, was die einzelnen Werte bedeuten. Es wäre vielleicht wirklich erstmal günstig, wenn ihr euch die Flügel so einstellt, dass das Auto stabil ist. Demzufolge, den einzigen Wert, den ihr dann wirklich von Anfang an verwenden könntet, wäre die Aero-Balance praktisch, das Add. Ja? Das ist der einzige Wert, den ihr am Anfang als Anhaltspunkt nehmen solltet, um die Fahrwerkshöhe zu bestimmen. Wie gesagt, zuerst Flügel einstellen, gucken, dass ihr damit um den Track kommt und dann guckt ihr, wo das Auto aufsetzt. So, und dementsprechend setzt ihr eure Fahrwerkshöhe ein, beziehungsweise stellt ihr eure Fahrwerkshöhe ein und die Feinabstimmung macht ihr dann praktisch hier mit diesen Werten, speziell GH, dass ihr dann guckt, wo das Auto aufsetzt und wo es glatt durchkommt. Wie gesagt, wichtig ist, dass das Auto am Anfang stabil ist und alles weitere kommt dann noch mit den Stabis und mit den Dämpfern. Das spielt dann alles ein bisschen rein. Es fehlt ja auch noch Spur und Sturz. Für einen Sturz gibt es dann auch noch eine App. Das machen wir aber dann beim nächsten Mal. Was wollte ich jetzt noch sagen? Federrate. Das wollte ich noch kurz ansprechen. In der Regel ist es so, je weicher, desto besser. Na, aber wenn ihr jetzt aufsetzt, meinetwegen ihr habt das Auto sehr, sehr weich, ja, bedeutet, die Möglichkeit besteht, dass ihr schneller aufsetzt. Ihr müsst das Auto demzufolge höher legen. Je höher das Auto ist, desto schwammiger fährt sich die Hütte auch. Ja, also das ist dann halt wie so ein Bus. Das wollen wir nicht. Deswegen müsst ihr dort einen Mittelweg zwischen Fahrwerkshöhe und Federrate finden. Ja, das ist wie gesagt von Strecke zu Strecke unterschiedlich. Das müsst ihr dann wirklich für euer Gefühl, wie ihr selber fahrt, müsst ihr das finden. In der Regel gilt wirklich, je weicher, desto mehr Grip, desto mehr mechanischen Grip könnt ihr aufbauen. Unter bestimmten Umständen ist das natürlich nicht immer so, aber in der Regel ist es halt so. Ne? Ich, für meinen Teil, ich glaube, ich bin bei mehr 8 noch nie Federn von 130 etc. gefahren. Ne? Das ist, wie gesagt, das so ein Setup ist halt wirklich fahrerabhängig. Ich kann es nur immer wieder sagen, ich habe das letztens in dem Video schon, glaube ich, ein paar Mal gesagt, dass es wirklich fahrerabhängig ist, wie ihr mit dem Auto zurechtkommt. Einige kommen mit einem Frontmotor besser zurecht, einige mit einem Mittelmotor, einige mit einem Heckmotor, speziell Porsche. Das ist halt immer so eine Sache. Ne? Man kann sich das Auto aber so einstellen, dass man dann eigentlich mit jedem Auto zurechtkommt. Ja, das soll es jetzt an der Stelle gewesen sein. Wenn euch das ein bisschen weitergeholfen hat, lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr wollt. Falls ihr wirklich noch Fragen habt, die wir dann beim nächsten Mal klären können. Ich habe jetzt leider, eigentlich wollte ich das heute noch machen. Ich habe mir die Kommentare, die ihr unter den letzten Videos gestellt habt, natürlich durchgelesen, aber habe das jetzt vergessen mit in das Video reinzunehmen. Das mache ich dann beim nächsten Mal, da gehe ich dann nochmal auf alle Fragen ein. Wird das Video dann halt ein bisschen länger. Und ja, ich denke mal, nächste Woche oder in 14 Tagen, muss ich sehen, machen wir dann mit dem nächsten Video weiter. Da geht's dann, da machen wir dann ein bisschen Stabi und Spur und Sturz. Wie gesagt, für einen Sturz habe ich eine App, kennt bestimmt schon viele, Camper Extravaganza, da gibt es bei Race Department zum Runterladen. Und da kann man den Sturz eigentlich wunderbar einstellen. Es macht aber keinen Sinn, den Sturz und die Spur jetzt schon einzustellen. Warum?
Hier haben wir die Spurwerte. Jetzt guckt mal, was mit den Spurwerten passiert, wenn wir die Fahrwerkshöhe ändern. Bäm. Ja, die sind vom Positiven ins Negative gegangen. Also es macht wirklich erst Sinn, die Fahrwerkshöhe komplett einzustellen mit der Federrate etc. und dann Spurensturz einzustellen, weil die Werte verändern sich in Abhängigkeit der Fahrwerkshöhe. Also ihr seht, die Fahrwerkshöhe spielt eine extreme Rolle beim Setup-Bau, was die Werte im Gesamten bedeuten. Ja, deswegen, Fahrwerkshöhe ist mit das Wichtigste am Setup. Ja, das klingt doof, ist aber so. Ja, dann können wir das nächste Mal, gehen wir dann auch nochmal hier auf die Federwegsbegrenzer ein. Da brauchen wir dann auch nochmal die Dev-Apps. Also die solltet ihr am besten wirklich aktivieren. Hab's, wie gesagt, in der Videobeschreibung kurz erklärt, wo ihr die findet und wie ihr sie dann aktiviert. Und ja, das soll es jetzt an der Stelle gewesen sein. Und ich freue mich dann auf eure Kommentare. Ich versuche auch einige zu gleich im Kommentarbereich zu beantworten. Und wir hören uns dann demnächst, würde ich sagen. Macht's gut, ihr.